In diesem Beispiel wollen wir uns mal angucken, wie schnell und einfach man mit QXT Tabellen verbessern kann. Als Beispiel hier die Transaktion IW32 und die hat sehr viele Spalten. Das kann sehr schnell unübersichtlich werden und es ist durchaus auch denkbar, dass man gar nicht alle benötigt. Hier sind ja auch einige schon gar nicht eingabebereit im Moment. Und man kann mit QXT natürlich einzelne Spalten direkt bearbeiten über den Namen. Allerdings sind es so viele, das heißt, hier gibt es in Tipps und Tricks ein neues Beispiel, allerdings auf Englisch, wie man mit einer Schleife alle Spalten ausblendet bis auf eine bestimmte Auswahl. Und das geht relativ einfach mit diesem kurzen Skript. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wichtig ist natürlich, dass hier QXT aktiviert ist, damit das Ganze funktioniert. Dann benutze ich hier den Skripteditor Pro, der den Vorteil hat, dass man hier zum Beispiel mit der rechten Maustaste Tabellenspalten sich gleich alle Tabellenspalten anzeigen kann mit technischem Namen, weil das ja unter Umständen auch für andere Sprachen funktionieren soll. Das sehen wir aber gleich, dass es da schon ein Problem gibt. Fügen das Skript hier ein und hier oben ist noch eine Abfrage, dass das Ganze nur für eine bestimmte Tabelle, also hier auf dem Reiter Vorgänge, gültig sein soll. Was passiert hier? Wir haben hier eine Schleife, die im Prinzip hier mit Column Size, man kann hier auch mit F1 direkt die Hilfe aufrufen, auf 0 setzt, das heißt, die ist dann unsichtbar. Passiert allerdings nicht für alle Spalten. So, wir haben hier eine kleine Auswahl an Spalten, für die das Ganze nicht gemacht wird. Und wenn wir jetzt hier auf Aktivieren drücken, sehen wir, hier tut sich auch schon gleich was. Und wir haben eben diese Spalten hier. Wie gesagt, man kann hier auf mit der rechten Maustaste die Tabellenspalten sich auch noch direkt anzeigen. Also Vorgangsnummer und so weiter. Haben wir noch drin. Und das Ganze sieht jetzt auch schon übersichtlicher aus. Wir können jetzt das Fenster vielleicht auch sogar noch ein bisschen kleiner machen und haben jetzt hier alles auf einer Seite. Also man sieht hier, der Scrollbar ist immer noch da, weil die Spalten sind ja auch noch da, aber sie sind eben im Prinzip ausgeblendet durch das Setzen der Breite auf 0.